Also, herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir starten jetzt gleich in unsere Saison. Gegen, wie heißen sie? Haltern am See. Eco-Trainer Ibrahim Tanko denkt, dass Dennis Engel auch ganz gut auf der Position rechts Mittelfeldspieler machen würde. Okay. Der hat eine 49, Mann. Ja, Spieler Jules Reimke hat sich entschlossen, doch nicht mit Luca Seiler zu reden. Ja, dann soll er es sein lassen. Fliegt er jetzt gleich. Die Fans sprechen ihm das Vertrauen aus. Man traut ihm zu, mit der Mannschaft sofort wieder aufzusteigen. Ihre Ansprache kommt gut an und sie gewinnt 2 Punkte Beliebtheit. Ihre beiden Spieler, Aaron Jemert und Hun, versucht ihre Differenzen zu beseitigen. Das Gespräch hat nichts gebracht. Die Standpunkte bleiben unverändert. Ja, Jules. Und da wunderst du dich, dass du keine Vertragsverlängerung kriegst? Ihre Spieler sind sehr erfreut, dass sie mit ihnen ihren Geburtstag so schön gefeiert haben. Alle Spieler gewinnen 3 Moralpunkte. Sie erhalten als Geschenk einen großen Korb voller ausgesuchter Schokoladenspezialitäten. So, die Mitarbeiter sind auch da. Der Hauptsponsor stellt eine zusätzliche Prämie von 15.000 in Aussicht, wenn sie das nächste Spiel gegen den TuS Haltern am See gewinnen. Sie hatten für heute eine Party organisiert. Alle Spieler kommen. Die Stimmung in der Mannschaft steigt um 1. 10 Wochen verletzt ist der noch. Was ist hier? Hier ist gar nichts, oder? Ja. Wie es läuft mit Kühlwetter. Ach so, dann tun wir ihn hier drauf, zack. Zweite Mannschaft. Die kannst du alle wieder nicht nach Hause schicken, ne? Doch, das sind die. Was ist hier? Ja. Erst meckern so rum. Gibt's keinen? Ja, dann gibt's keinen Mentor. Trainiert mit der ersten. Mal gucken. Für ein Jahr. Für einen Wiederaufstieg.
Entlassung. 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 Zack, jetzt stellen wir drei neue ein. Zack. Infrastruktur. Okay, okay, okay. Karriere. Finanzen läuft. Kredite. Ja, die bezahlen wir weiter so ab. Merchandise. Das macht er schon. Ach, da wollte ich ja gucken, ne? Ab zum Spiel. Oder haben wir sonst noch irgendwas zu gucken? Scouts. Neue Aufgaben. Allgemein Scouting. Bis 25. Alle nur realistische. Permanent beobachten. Deutschland. Zack. Neue Aufgabe. Allgemein Scouting. Ist es das? Bis 25. Der guckt in Frankreich. Wo ist in Frankreich? Frankreich. Okay. Jetzt gucken wir mal, was unser erster Spieltag sagt. Lotte gegen Haltern am See. Okay. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Ist es wichtig, gleich zum Auftakt gegen einen Außenseiter wie den TuS Haltern am See für eine positive Dynamik zu sorgen? Ja, darin liegt eine große Chance. Wenn wir heute gewinnen, kann das schon richtungsweisend für die kommende Aufgabe sein. Ich wäre lieber auswärts gestartet, da ist der Druck nicht so gut. Ein Aufstieg gleich am ersten Spieltag zu beginnen, ist eher unangenehm. Von einem dankbaren Startprogramm würde ich eher nicht sprechen. Wir können jeden Schlag, natürlich auch den TuS Haltern am See. Da ist es egal, wann wir gegen die spielen.
Hä? Kann nicht. Konzentration. Gutes Torwende. 1-0. Das ist ein guter Mann. Und komm Jungs, ey. Schiedsrichter, das ist genervt von uns von noch zwei Ansagen, ey. Geil. Witz. Ey, Brauer, ey. Du bist ein richtiger Bauer. Aber er hält, auch wenn es im Nachfassen ist, ey. So geht das doch nicht, Alter. Attacke. Angriff.
Jungs. 2-1. Es hätte 2-0 sein können, aber 2-1 ist auch Bombe. Weiter so, Jungs. Nicht nachlassen. Immer drauf auf den Kasten. Jungs, ey. Konzentriert euch doch, macht das 3-2 jetzt, Mann. Da kann man noch nicht mal was im Ruhe essen. Ja, so ist gut, Jungs. Kühlwetter. So muss das laufen. Und jetzt haltet das 3-2, Mann. Dass wir die 3 Punkte behalten. Ja! So ist richtig. Das denn? Ach so. Wir sind Dritter. Hat einer meiner Spieler Geburtstag? Nein.
Sponsor überweist uns 15.000. Super. Wer ist jetzt unser nächster Gegner? Dortmund. Danach kommt VfB Homberg, Kölle. Nach Kölle kommt dann erstmal ausruhen, weil dann kommt St. Pauli. Alhamdulillah, das, aber bitte, dass wir gewinnen, weil ohne geht nicht. Rödinghausen und Wattenscheid. Die sind hier zum Testen. Okay. Jetzt haben wir alle, ne? Ne, die drei fehlen noch. Finanzstatus ist gut. Das ist eine Fananleihe. Ach so. Mitgliederkampagne. Möchten Sie wirklich eine Werbekampagne starten, um die Anzahl der Vereine zu erhöhen? Ja. Merchandise, wie sieht es da aus? 2000 verkaufte Heimtrikots, 369 Auswärtstrikots, T-Shirt 660, Charles 292, jo. Scooter. Kalender nur 4. Mal eine gute und schöne Kampagne, mal gucken. Okay. Erfolge. Ja, dass wir keine Titel haben, ist schon klar. Was sagen die Fans? Daniel Prinz, wer ist das? Für den Verein interessieren sich doch sowieso nur ein paar Rentner. Hey Rainer. Immer locker bleiben, ne?
Alter, 70 Jahre alt ist der Hitzfeld schon, ne? Brutal, Mann. Wie kann ich den? Oh, der ist auch schon fast 70. Da, Joachim Löw. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ikchen. Kaufangebot. Irgendjemanden wollten wir dann noch gucken. Hier haben wir. Der Niederländer ist auch nicht schlecht. Heiders zu alt.
Haben zu dem. Schade. Mann, Alter. Jo, den müssen wir jetzt wieder Zimmermann. Der war so ein super. Wir haben letzte Spiele angepasst. Ja, das soll er machen. Weil er einfach eine Granate ist, Mann. 16 Jahre alt, Junge, 63er. Direkt wieder mitnehmen. Ja, wenn der 16 wäre, würde ich den auch direkt hochziehen. Weil er ist, glaube ich, besser als so eine. Ja. Unser jetziger Torwart.
alle Mitarbeiter oder was? Die drei fehlen noch. Okay, hier beenden wir jetzt das Video. Wir sehen uns gleich, oder wir sehen uns bei Dortmund, wenn wir gegen Dortmund spielen. Bis dahin. Ciao.